Es gibt verschiedene Schulmodelle. Diese unterscheiden sich durch die erreichbaren Abschlüsse sowie die Betreuungsangebote. Kinder in Deutschland unterliegen der allgemeinen Schulpflicht. Diese tritt in der Regel mit Vollendung des 6. Lebensjahres ein, dabei gilt je nach Bundesland ein bestimmter Stichtag, in Sachsen nach § 27 des sächsischen Schulgesetzes der 30. Juni. Die Anmeldung ist verpflichtend und kann mit einer Ordnungswidrigkeitengeldbuße bis zu 1.250 Euro für die Eltern geahndet werden, sollten sie dieser Pflicht nicht nachkommen. Wird Ihr Kind schulpflichtig, müssen Sie es im Vorjahr der Einschulung an der Grundschule anmelden. Die Schulverwaltungsamt versendet dazu rechtzeitig einen Brief an die Eltern. Dieser gilt gleichzeitig als Schulanmeldebestätigung und nennt die für die Wohnanschrift in Frage kommenden kommunalen Grundschulen. Eltern können für jüngere Kinder einen Antrag auf den vorzeitigen Besuch der 1. Klasse stellen, kann Kinder. Die Dauer der Schulpflicht beträgt je nach Bundesland 9 oder 10 Jahre. Speziell an Sachsen beträgt sie zurzeit 9 Jahre. Daneben gibt es in Sachsen eine 3-jährige Berufsschulpflicht. Die Schullandschaft ist vielfältig, je nach Bundesland gibt es Unterschiede. Kinder in Sachsen besuchen für die Dauer von 4 Jahren die Grundschule. Anschließend erfolgt in Sachsen ein Wechsel entweder an ein Gymnasium oder eine Oberschule als weiterführende Schulformen. Die Oberschule umfasst die Klassenstufen 5 bis 10. Das Gymnasium umfasst die Klassenstufen 5 bis 12. In der Regel wird im Frühjahr die Bildungsempfehlung an die Viertklässler ausgegeben. Die Bildungsempfehlung ist nicht zwingend, Eltern können ihr Kind auch mit einer Empfehlung für die Oberschule an einem Gymnasium anmelden. Dafür gilt es einige Dinge zu beachten. Nähere Informationen dazu finden Sie in den weiterführenden Links. Zahlreiche Schulen bieten zudem einen Tag der offenen Tür an. In einigen Bundesländern gibt es als Alternative Gesamtschulen, an denen Kinder leistungsunabhängig gemeinsam unterrichtet werden. Weitere Schulformen sind Förder- bzw. Sonderschulen oder auch Integrationsplätze für Kinder mit Beeinträchtigungen an den anderen Schulformen. Neben Privatschulen, ZB Bilingual, gibt es Waldorf- und Montessori-Schulen sowie Jena-Plan, Frne und demokratische Schulen, die einen differenzierten pädagogischen Ansatz verfolgen.